Thorsten Schmidt, die Devise heute fürs Team war offensiv das Rennen gestalten. Doch das hat auch geklappt bis zu einem gewissen Punkt. Danach ging alles schief oder täuscht der Eindruck? Ja, also ich bin froh, dass die Jungs eigentlich so zum Plan bereit waren, das umzusetzen. Wir hatten das vor, aktiv ins Rennen zu gehen. Ich meine, wir haben tolle Ergebnisse hier gefahren in den letzten Jahren mit den Jungs. Auf der Windkante waren wir dabei, auf der Windkante waren wir vorne mit unseren Leadern. Erstmal Kemmelberg, Christoph, Martin kommen vorne auch mit den Favoriten so aus dem Kemmelberg raus. Dann auf der Gravel Road gab es einen Defekt für Alexander Christoph. Das Auto war ganz weit hinten. Er hat ein Hinterrad bekommen von Michael Murkoff. Aber in den Rennsituationen bist du dann quasi verloren, ohne Hilfe vom Auto und auch mit einer Distanz zum Feld. Ist einfach, war auf dem verlorenen Posten. Er kam fast dran, dann hat der Kommissär natürlich Barrage gemacht, was auch verständlicherweise ist, als Mitfavorit für dieses Rennen. Toni war vorne mit dabei bei den Leuten und stürzt halt dann bei Kilometer 202, ist natürlich dann auch raus aus dem Rennen, um Resultat zu fahren, hat das Rennen beendet, um die Kilometer für die nächsten Rennen zu sammeln. Marco Haller ist gestürzt und. Also Büström kommt gerade mit einem Handbruch aus dem Krankenhaus. War jetzt nicht unser Tag, soll keine Entschuldigung sein, aber hier in Belgien auf den Straßen hat man manchmal wirklich solche miesen Tage. Wie geht es Toni? Weiß man schon, was er hat? Ja, ich habe mit ihm gerade gesprochen. Also die Verletzungen sind jetzt nicht so schlimm. Und wenn man mit dem Fahrrad stürzt, immer, das tut weh. Man hat Prellungen, man hat auch irgendwo offene Wunden. Das hat er zurzeit, keine Knochenbrüche. Also noch ganz gut, sage ich mal, für einen Radfahrer, der stürzt. Das sind ja richtige Männer, die können das wegstecken. Bleibt jetzt mit Blick auf die Runde einfach nur zu hoffen, dass man damit jetzt das ganze Pech abgehackt hat und es dann ab nächster Woche besser läuft? Ja, natürlich. Also wir fahren ja in 2 Tagen die erste Etappe von der Panne. Ich habe den Jungs schon während des Rennens gesagt, vor EPA in 2 Tagen gibt es eine neue Chance. Kopf hoch, Motivation muss da sein. Ist eine Chance für die Jungs. Dann natürlich bei der Runde. Ich hoffe, dass das Pech jetzt wirklich abgehakt ist. Aber das sind Rennen, da kann jederzeit immer etwas passieren. Wir haben ganz tolle Jahre. Wir müssen einfach nach vorne gucken, motiviert an den Start gehen für die nächsten Rennen und das Rennen abhaken. Und der Blick gilt geradeaus nach vorne. Vielen Dank.